Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, kennt die Situation. Man ist spät dran, kommt zur Haltestelle gerannt und drückt den Türöffner. Die Bahn fährt aber los. Für den einzelnen Fahrgast ist das natürlich immer ärgerlich. Der Fahrer will zu spät kommende damit aber nicht bestrafen. Vielmehr geht es ihm um die Pünktlichkeit im ganzen Liniennetz. Die Straßenbahn und Busse fahren auch nach Signalen nach. Bei Straßenbahnen ist es natürlich hauptsächlich nach Signalen nach. Das heißt, es gibt Haltestellen, die mit Signalen nach ausgerüstet sind. Und das heißt, die Straßenbahn fährt in die Haltestelle ein, die Signalanlage registriert das und dann hat man zum Beispiel ungefähr 20 bis 30 Sekunden für den Fahrgastwechsel. Und wenn dann noch ein Fahrgast gerannt kommt und die andere aber schon freischaltet für die Straßenbahn, muss er auch fahren. Der Hintergrund ist der, wenn die Straßenbahn nicht fahren würde, würde die Anlage wieder gesperrt zeigen. Der Straßenbahnfahrer könnte nicht weiterfahren und da wird er praktisch ungefähr anderthalb bis zwei Minuten an der Signalanlage stehen, bis er wieder eine Freifahrt bekommt. Durch das Warten auf die nächste Ampelphase würde sich die Bahn verspäten. Der Fahrplan ist jedoch sehr eng getaktet. So fahren beispielsweise die Bahnen auf der Kombilinie 1 und 4 alle 7,5 Minuten in der Hauptzeit und alle 10 Minuten in der Nebenzeit. Am Tag sind trotzdem nur 10 Fahrzeuge auf der langen Linie unterwegs. Die Linie 5 fährt mit 7 Bahnen alle 6 bzw. 8 Minuten. Bei Verspätung wird es dann schnell richtig eng. Verändern sich die Zeitabstände zwischen zwei Bahnen einer Linie, kann es passieren, dass die eine völlig überfüllt ist und die nachfolgende nahezu leer hinterherfährt. In bestimmten Streckenabschnitten kann sogar der gesamte Fahrplan aus den Fugen geraten, wenn sich bereits eine Straßenbahn verspätet. Wir haben auch eingleisige Streckenbereiche, das heißt, auf jeder Linie, die wir hier im Streckennetz Jena haben, gibt es lange und kurze eingleisige Streckenbereiche. Das hat zur Folge, dass die Fahrzeuge, die verspätet in den Streckenbereich einfahren, die Verspätung an das andere entgegenkommende Fahrzeug weitergeben. Das heißt, wir haben dann nicht nur ein Fahrzeug, was verspätet ist, sondern würden die ganze Linie durcheinander bringen, im schlimmsten Fall. Die Fahrer müssen sich daher an den Fahrplan halten. Sprinteinlagen sind nicht nötig. Denn wer es nicht rechtzeitig zur Haltestelle schafft, muss sowieso nicht lang auf die nächste Bahn warten.